Zum 24. Gern gesehener Gast auf unserem Videokanal. Und ich habe ja schon erzählt, ich war in London, ganz wichtige Dealer-Show. Super viele Händler, natürlich klar. Ein Anlass war, die Silver Sky vorzustellen. Und unter anderem natürlich macht das PRS auch gerne mal, um natürlich ein paar Gitarren vorzustellen oder zu zeigen, um die man sich dann mit den Händlern so ein bisschen schlagen darf. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber man muss sich natürlich ein bisschen beeilen. Man kommt dann in so einen Verkaufsraum, wo dann hunderte von PRS-Gitarren stehen. Und ich war da mit unserem lieben Achim und wir haben uns zusammen drei PRS Custom 24 ausgesucht, auf die ich sehr, sehr stolz bin, die direkt wirklich aus London kommen und von dieser Gitarshow, von der ich schon in dem John Mayer Video erzählt habe. PRS ist natürlich ein Riesenthema für uns. Absolut, weil PRS-Gitarren für mich zu den am besten oder vielleicht sogar die bestverarbeitetsten Gitarren der Welt sind. Kann man einfach nicht anders sagen. Also wenn es um Hölzer geht, kann man nicht genug loben, was Paul wirklich da auf die Beine stellt. Unfassbar. Ihr kennt natürlich die Custom 24 schon aus vorangegangenen Videos. Immer sehr, sehr teure Gitarren. Aber ich habe natürlich auch zur lieben Ruhe auch den SE Run euch vorgestellt. Der wurde auch auf der gleichen Gitarrenshow gelauncht. Natürlich diese Sautern schwarzen Geschichten habe ich euch im letzten Video gezeigt. Heute geht es wieder ein bisschen teurer zur Sache. Aber das natürlich aus gutem Grund, weil ich habe es hier natürlich schon mit einer Wood Library zu tun. Was ist Wood Library? Das ist 4 Artist Edition. Das Geilste, was PRS wirklich aus dem Hut zaubern kann. Mit einer Decke, die wirklich ihresgleichen sucht. Ich kann es gar nicht anders sagen. In diesem super geilen Black Gold Burst oder Black Gold Top. Wahnsinn. Und Matching Neck dazu. Das ist auch sehr, sehr selten. Maple Neck in Flamed Maple und zwar in dem gleichen Holz wie die Decke. Und das ist natürlich der Hammer. Auf der Rückseite haben wir Corina, Selected Corina, auch sehr, 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 sehr geil. Und Cirikote ist das Griffbrett, also Palisander frei, gibt es ja immer so ein bisschen Geschrei. Palisander ist ein geschütztes Holz, deswegen guckt man so ein bisschen nach anderen Hölzern, aber da ist natürlich Paul sehr, sehr erfinderisch, wenn es um neue Hölzer geht, gar kein Problem. Wood Library, klar, das sind die besten Hölzer zu finden. Und diese Vögelchen hier, extra nochmal eingefasst, auch der absolute Knaller. Ne? Ist natürlich nicht jedermanns Geschmack. Ne? Vielleicht gibt es auch Leute, die mögen eine absolut abgeratzte Strat lieber. Aber ich muss sagen, da muss man echt einfach nur den Hut ziehen vor so schönen Instrumenten, wo man sich sagt, okay, wenn Holzauswahl, dann wirklich richtig. Hybrid-Hardware. Auf der Rückseite, hier sieht man noch die 10 übrigens, ne? Für alle, die mitschreiben, für Tentop. Aus der Wood Library Limited Series in Black Gold. Super, super geil. Ich habe jetzt mal angefangen, ein bisschen angezerrt zu spielen. Das ist natürlich klar, wenn es um so Gitarren geht, die so schön sind. Ja, müssen sie natürlich auch gut klingen, Fragezeichen. Das ist eine blöde Frage, natürlich müssen sie gut klingen. Ne? Und da ist natürlich PRS immer so diese Twitter-Geschichte zwischen Les Paul und Strat, so verstehe ich das, auch von der Mensur her. Ne? Die Mensur, ihr wisst ja, ist die Strecke von Sattel zu Brücke. Und da sind wir natürlich bei PRS genau zwischen Gibson und Fender, ne? 635 mm. Und das spürt man natürlich auch sofort. Ne? Ist ein bisschen straffer als eine Paula oder als eine SG von der Mensur her und ein bisschen weicher als eine Fender oder als eine Fender-Mensur-Gitarre. Die meisten oder viele sind ja natürlich nach der Fender-Mensur gebaut. Das macht es auch so ein bisschen aus. Ne? Da wollte Paul natürlich auch ursprünglich hin. 1985 hat sich gedacht, ey, ich würde gerne eine Gitarre bauen, die irgendwie alles so kann. Ne? Klar, Humbucker sind natürlich am Start und das geht natürlich auch verzerrt absolut in diese Geschichte. Ich gehe mal eine Stufe rauf. Sehr, sehr dynamisch. Wenn ich jetzt auf die erste Zwischenstellung gehe, hier hört man es schon sehr, sehr schön.
Oder ich gehe auf beide Humbucker hier natürlich. Oder auf die beiden Zwischenspulen hier. Ich habe hier natürlich einen Humbucker und das kann man jetzt nicht ein bisschen sehen, aber ich habe hier eine Spule geschaltet und noch eine. Das ist der Trick, ja? Ganz wunderbar, dieses Corina. Super, super geil. Das ist auch sehr, sehr leicht, ja? Sehr, sehr resonant, auch wenn man es so schon hört. Unfassbar. Okay, das ist natürlich die Custom 24 Wood Library in Corina. Ich habe aber hier auch noch eine Custom 24. Ist ein kleinen Schluck billiger in diesem Charcoal Yard Burst. Auch sehr schön, hier eine sehr, sehr bekannte Farbe. Und dann in diesem grünen Charcoal Yard Burst. Sehr, sehr, sehr geil. Auch mit den 85-15 Pickups. Und in dem Fall mit Mahagoni Body. Die Decke ist aus Wölkchen Ahorn. Das ist der Knaller. Keine Ten Top, deswegen auch einen ganzen Schluck billiger. Und vom Sound her ziemlich ähnlich, ne? Ist immer sehr, sehr geil funktioniert, sind diese Zwischenstellungen. Ich gehe gerade noch mal runter hier. Auch mal hier mit Humbucker voll, ne? Voll geil. Ich gehe mal eine Stufe rauf und gehe näher. Na klar, logisch, wenn man eine Gitarre hat, die ein bisschen resonanter ist und man sitzt hier vorm Amp, dann kommt natürlich die ganze Pracht durch. Das ist natürlich immer geil, wenn man dann da so in dieser Verkaufsveranstaltung ist und man ist dann mit den ganzen Händlern aus Europa zusammen, ne? Und man muss dann so die Zettelchen abreißen und man fachsimpelt dann so über Gitarren und sucht sich dann so die schönen aus. Und jeder hat so ein bisschen so einen anderen Geschmack. Ja? Und wir kommen natürlich
ein bisschen auch von dieser etwas rustikaleren Gitarrenecke. Und deswegen haben wir uns eine Gitarre ausgesucht, die ganz am Ende noch stand, aber die ich unbedingt haben wollte. Eine PRS Wölkchen Ahorn Quilted Maple Top könnt ihr nicht sehen, weil sie eiskalt überlackiert wurde. Das ist natürlich das Geilste überhaupt. Maple Neck Black, The Custom 24. Ja, jeder hat uns ausgelacht, dachte immer, seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr könnt doch nicht, eine Custom 24 in Schwarz mitnehmen. Aber das ist der voll geil. Hat natürlich auch ein Maple Neck, klar, was denn auch sonst? Maple Neck mit Maple Griffbrett oben drauf. Die Vögelchen sind ganz normal wie für eine Custom 24. Aber das macht es natürlich hier aus. Ein Mahagoni Body, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Und natürlich eine Decke drauf. Und da könnt ihr hier mal auf diesen Rand schauen. Das ist natürlich Understatement pur. Ne? Nach dem Motto, schaut mal hier, ich habe eine PRS mit Wölkchen Decke. Aber natürlich nur für den, der es wissen will. Voll geil. Natürlich nach wie vor die Schaltung, wie ihr es auch kennt. Das heißt, ich gehe gerade noch mal eine Gainstufe runter. Ist auch sehr, sehr interessant. Maple Neck klingt ein bisschen direkter in den Hochmitten. Ne? Ist nicht ganz so faserig in den ganz hohen Höhen. Ne? Sehr, sehr geil. Dieses